Manchmal macht schon das Überziehen von Kondomen Probleme und gelegentlich reißen sie auch einfach so. Das alles muss nicht sein. Und wie du das vermeiden kannst, sagen wir dir jetzt. Kondome sind heute eines der beliebtesten Verhütungsmittel überhaupt. Und das hängt damit zusammen, dass sie nicht nur vor Schwangerschaft, sondern auch vor sexuell übertragbaren Infektionen schützen. Und da gibt es ja neben HIV bzw. AIDS noch einige andere. Ein Kondom ist ein hauchdünnes Gummi, in der Regel aus Latex, und das wird vor dem Liebesspiel über den erregierten Penis gezogen. Diese Schicht bietet einen zuverlässigen Schutz, der zum einen Krankheiten abhalten kann, zum anderen aber auch schon den Lusttropfen, der ja auch Spermien enthalten kann, als auch später beim Samenerguss das Sperma. Die EU-Norm schreibt vor, dass Kondome mindestens 16 cm lang sein müssen. Bei einem Durchschnittspenis von 14,5 cm würde das ja problemlos passen. Um das richtige Kondom für sich zu finden, ist aber neben der Kondomlänge vor allem die Breite entscheidend. Deswegen steht auch auf jeder Kondompackung die nominale Breite drauf. Nominale Breite bedeutet ein nicht abgerolltes Kondom zusammengedrückt und dann in der Breite gemessen. Man sieht also schon, es ist nicht wirklich der Durchmesser von einem Penis, sondern ein grober Referenzwert. Und ein grober Wert reicht nicht wirklich aus. Das Kondom soll ja nicht ungefähr passen, sondern schon ziemlich genau. Und das hängt auch mit der Passform zusammen. Die nominale Breite ist also ein grober Wert, aber auch dann sind Kondome ja unterschiedlich geformt und sollten zum Penis passen. Also geht probieren definitiv über studieren. Ein Kondometer ist ja eigentlich dazu gedacht, die richtige Kondomgröße für sich zu finden. Aber auch hier wird nur die nominale Breite bestimmt und diese bietet ja wie gesagt nur einen Anhaltspunkt. Deswegen ist es viel besser zu schauen, dass sich das Kondom einfach und schmerzfrei abrollen lässt und dann eng und faltenfrei anliegt. Erst wenn man diese Auswahl getroffen und ein Kondom in der richtigen Größe gefunden hat, dann kann man sich der eigenen Vorliebe widmen. Und da gibt es unterschiedlichste Wahlmöglichkeiten. Zum einen von der Farbe, aber auch von der Struktur, vom Geruch und Geschmack und zum anderen in Bezug auf die Wandstärke. Da gibt es besonders dünne Kondome, die gefühlsechter sind und auch mit dickerer Wandstärke und die sind dann besonders reißfest und zum Beispiel für Analsex geeignet. Wenn man noch keinerlei Erfahrungen im Gebrauch mit Kondomen gesammelt hat, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, wenn man das Überziehen zunächst einübt. Das sorgt dann nämlich später in der Situation für weniger Stress und das wiederum dafür, dass die Erektion dann auch länger hält. Und dann schnappt man sich einfach ein Kondom und macht es vorsichtig auf. Am besten hier oben an der gezackten Linie einfach öffnen. Und dann setzt man das Kondom richtig herum auf den irrigierten Penis auf. Richtig herum bedeutet, das Reservoir, also dieser Pinöppel hier oben und der Ring sind auf der gleichen Seite, und zwar auf der Außenseite. Wenn man den Fehler gemacht hat, dass man es falsch herum aufgesetzt hat, kann man es nicht einfach umdrehen und dann trotzdem benutzen. Das hängt damit zusammen, dass durch das falsch herum Aufsetzen eventuell schon Infektionsüberträger oder auch Spermien an der Außenseite sein können, also dann lieber entsorgen. Gegebenenfalls die Vorhaut zurückziehen und das Reservoir mit Daumen und Zeigefinger zusammendrücken. Dann wird das Kondom auf die Eichel aufgesetzt und einfach nur hier entlang des Schaftes nach unten abgerollt. Und dann kann es durchaus sein, dass hier auch noch so ein Ring übrig bleibt. Das ist aber völlig normal. Nachdem man dann seinen Spaß hatte, sollte der Penis, solange er noch hart ist, wieder herausgezogen werden. Wichtig dabei ist es, das Kondom an der Basis zu sichern, damit es nicht in der anderen Person verbleibt. Dann kann man das Kondom vom Penis abziehen, vielleicht zuknoten und in ein Taschentuch packen und anschließend bitte im Hausmüll entsorgen und nicht in der Toilette. Die könnte nämlich davon verstopfen. Obwohl bereits alle herkömmlichen Kondome einen Feuchtigkeitsfilm haben, kann es ja sein, dass man noch mehr Feuchtigkeit haben möchte. Und da kann man sich damit Gleitgel weiterhelfen. Was man nicht tun sollte, ist fettbasiertes Gleitgel zu nehmen, weil das nämlich das Kondom rissig machen könnte. Viel besser ist es aber dann, auf wasserbasiertes oder auch silikonbasiertes Gleitgel zurückzugreifen. Es gibt auch andere Anwenderfehler, wie zum Beispiel zwei Kondome übereinander zu ziehen. Das sollte man nicht machen, weil auch das eher dazu führen kann, dass Kondome reißen. Aber viel häufiger als diese Fehler ist, dass man die falsche Kondomgröße wählt und auch das ist ein Risiko dafür, dass das Kondom entweder abrutscht oder auch reißt. Jetzt wünschen wir euch aber erstmal viel Spaß beim Verhüten und freuen uns, wenn ihr diesem Video einen Daumen hoch gebt.